Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Hier im Dutch Oven ist mein Hirschauer Braumeister Gulasch. Wie wir das machen, was wir dafür alles brauchen und warum ich einen Verband an der Hand habe, erfahrt ihr jetzt nach dem Intro. Für unser Gericht brauchen wir heute folgende Zutaten. Wir haben hier einmal Rindergulasch, dann haben wir hier Lauch, Frühlingszwiebeln, Staudensellerie, wir haben von Royal Spice den Senior Chorizo Rub, geräucherten Paprika, Zucker, einen Solo-Knoblauch, hier haben wir ein paar Landjäger, gehackte geschälte Tomaten, Kartoffeln, eine Gemüsezwiebel, Salz und Pfeffer. Hier hinten haben wir noch ein dunkles Bier. Und heute zum Befeuern werden wir die Cococo Grill Briquettes von McBriquette benutzen. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox und jetzt starten wir los. Im ersten Schritt werden wir jetzt unseren Lauch klein schneiden. Dann kommen unsere Frühlingszwiebeln dran. Als nächste Zutat kommt unsere Staudensellerie. Beim Büffelgulasch habe ich den zuletzt das erste Mal verwendet. Ich war vor dem Geschmack sehr, sehr angetan, deswegen werde ich den jetzt heute gleich wieder verwenden. Wir werden unsere Zwiebel klein würfeln. Dann haben wir jetzt hier noch unseren Single-Knoblauch. Den werden wir uns auch ein bisschen klein hacken. Als vorletzten Vorbereitungsschritt haben wir jetzt hier noch unsere Landjäger. Wenn ihr euch fragt, warum das zwei unterschiedliche Farben sind, ich habe hier einmal normale Landjäger vom Rind. Und die zweite Variante, die ihr seht, die dunkleren, das sind Büffel-Landjäger von Büffel Bill. Die habe ich letztens mitbestellt, als ich mein Büffelgulasch gemacht habe. Und von denen werden wir uns jetzt auch hier so kleine Würfel rausschneiden. So, das war's an Vorbereitungsarbeiten. Hier seht ihr, alles klein geschnippelt, bis auf unsere Kartoffeln. Die brauchen wir erst kurz vor Ende. Muss ich euch nicht zeigen, einfach schälen und klein würfeln. Das könnt ihr auch so. Ja, kommen wir zum Setup. Ich habe hier jetzt heute im Atago die Cococo Briquettes bzw. die Cubes von McBriquette. Die werde ich heute ausgiebig testen. Sehr angenehm aufgefallen ist mir natürlich gleich mal beim Anzünden, dass die überhaupt nicht rauchen. Das war sehr, sehr angenehm. Des Weiteren haben wir hier den DO6 von Barbecue Toro. Ist auch passgenau für den Atago, sollte auch mal erwähnt sein. Dann geben wir gleich ein bisschen Öl mit hinzu. Ja, unser Öl ist jetzt heiß. Und jetzt werden wir anfangen, dass wir portionsweise unser Rindergulasch hier anbraten werden. Ja, nach guten 3 Minuten, wenn unser Fleisch dann schon ein paar Röstaromen bekommen hat, werden wir die erste Charge hier rausnehmen und werden den zweiten Teil dazugeben. So, wenn unser Gulasch dann komplett angebraten ist, sollten wir hier noch eigentlich genug Öl drin haben. Falls das nicht der Fall ist, gebt einfach wieder ein bisschen was dazu. Und jetzt werden wir anfangen, dass wir hier unsere ganzen Lauchsachen hier mit reingeben werden. Den Porree, den Staudensellerie und die Frühlingszwiebeln. Unsere normalen Zwiebeln und den Knoblauch. Das lassen wir jetzt hier ein bisschen mit anschwitzen. Hier werden wir jetzt auch unsere Landjäger mit dazugeben. Die dürfen auch ein bisschen mit anbraten. Nach ein paar Minuten, wenn jetzt unsere Zwiebeln und der Lauch schon leichtes Wässern anfangen, werden wir jetzt auch unser Gulasch wieder mit dazugeben, mitsamt dem Saft, der hier ausgetreten ist. Und Leute, das schaut heute schon fast richtig gesund aus. Mega. Hier werden wir jetzt unseren geräucherten Paprika drüber geben. Dann haben wir hier den Senior Chorizo Rub von Royal Spice. Die Jungs und Mädels von Royal Spice haben wir denen Sindelfingern zur Verfügung gestellt zum Testen. Vielen lieben herzlichen Dank. Da geben wir jetzt auch mal so gut 2 Esslöffel dazu. Was in diesem Rub im Einzelnen drin ist,
Könnt ihr in der Infobox nachgucken, da werde ich euch das alles verlinken. Da jetzt gleich Tomaten dazukommen werden, werden wir jetzt schon mal als Kontrast da ein bisschen Zucker hineingeben, um einfach der Säure mit dem Zucker ein bisschen entgegenzuwirken. Jetzt geben wir unsere geschälten, gehackten Tomaten hier dazu. Aufgießen werden wir das Ganze jetzt mit unserem dunklen Bier aus der Schlossbrauerei Hirschau, unserer stadteigenen Brauerei, die auch dem Rezept ihren Namen gibt. Und Leute, sieht es nicht jetzt schon hervorragend aus? Im Großen und Ganzen ist unser Gulasch jetzt soweit fertig. Wir geben jetzt unseren Deckel drauf. Und hier kann unser Gulasch jetzt für 2,5 bis 3 Stunden schön gemütlich dahin kochen. Wenn wir nachher unsere Kartoffeln reintun, seid ihr wieder mit dabei. Ja Leute, eine Stunde ist jetzt vergangen. Und ich muss jetzt auf meinen Kameramann setzen. Der muss mir jetzt hier assistieren, denn ich bin außer Gefecht. Guckt euch das einmal an. Also, gerade blöd wie ich bin, einfach im Gespräch hier den Henkel vom Dutch Oven angelangt und der war gefühlte 400 Grad heiß, deswegen habe ich mir jetzt sauber die Griffe verbrennt. Für mich geht heute nichts mehr, also mit rechter Hand irgendwelche Sachen machen, das war's. Auf jeden Fall, mein Bruder wird mir jetzt hier assistieren. Du darfst den Deckel jetzt runternehmen. Und so sieht das Gulasch jetzt mittlerweile aus, also hervorragend, duften tut es auch großartig. Du darfst jetzt mal durchrühren, liebes Bruderherz. Also wenn ich mal immer bin, bist du eine würdige Vertretung. Und wir werden jetzt auch gleich unsere Kartoffeln mit reingeben. Ah, großartig machst du das. Die Kartoffeln werden wir jetzt noch schön unterrühren. Also von der Flüssigkeit her, wir haben gerade vorhin einfach schon mal pauschal nochmal 200 Milliliter Wasser dazugegeben. Seht ihr auch hier hinten an unserem Messbecher, dass da ein bisschen Flüssigkeit drin ist. Und jetzt mit den Kartoffeln hier sollte es eigentlich alles gut ausreichen. Wir werden jetzt den Deckel wieder drauf geben und es darf dann nochmal eine weitere halbe bis dreiviertel Stunde schön gemütlich vor sich dahin köcheln. Wie ihr seht, wir haben auch oben drauf ein paar von unseren Briketts hinaufgegeben auf den Deckel. 4 Stück an der Zahl, unten haben wir 8 Stück. Und das reicht eigentlich schön, dass wir hier wirklich eine gemütliche Hitze da drin haben, dass es alles schön vor sich dahin köchelt. Willkommen zurück, unser Gulasch ist jetzt fertig und wir werden den Deckel mal herunternehmen. Unser Gulasch sieht hervorragend aus. Wir werden das Ganze jetzt aber trotzdem mal ganz kurz abschmecken. Also geschmacklich hervorragend, aber da darf noch ein bisschen Salz ran. Das Schöne ist, dass wir jetzt einfach das nachträglich dazugeben können. Hätte man das vorher gemacht, bestand die Gefahr, dass wir hier wieder alles überwürzt hätten, dass es zu salzig gewesen wäre. Und so kann man das jetzt einfach nach Gusto schön salzen, wie man es gern hätte. Auch von der Soße diesmal wirklich hervorragend. Eine schöne dicke Konsistenz. Und jetzt schmeckt es perfekt. Und das heißt, wir können dann unser Gulasch essen. Ja, endlich ist Probierele-Zeit. Ich werde versuchen, das Ganze hier zu essen. Also, ich kann euch hier nochmal kurz meine Hand zeigen. Es wird immer schlimmer mit den Blasen. Echt nicht schön, aber will wieder vorbeigehen. Okay, in diesem Sinne, guten Appetit. So muss Gulasch, Leute. Hervorragend. Grandios. Erster Bissen war mega geil. Wir werden das wieder essen und danach gibt es für euch das große Fazit. Ja Leute, jetzt mache ich für euch schnell noch ein Fazit. Also wenn man hier mal kurz hochschwenken kann in den Himmel. Ich weiß nicht, ob man sieht, es wird hier sehr, sehr ungemütlich. Der Wind pfeift und bin froh, dass wir zu super mit allem fertig geworden sind. Geschmeckt hat das Ganze wirklich wunderbar. Alles sind satt geworden, der Topf ist leer, also die Meute ist gut gesättigt. Ist ein Zeichen, dass es auf jeden Fall gut war.
Was kann man zu dem Gulasch jetzt so sagen? Also prinzipiell hat das Ganze wirklich sehr, sehr fein geschmeckt. Wir haben viele Wurzelsachen drin gehabt, mit dem Lauch, mit dem Frühlingszwiebeln, normale Zwiebeln. Das Ganze hat richtig schön Geschmack dagelassen. Aufgossen haben wir ja diesmal nur mit Bier, also deswegen war auch eine wirklich kräftige Biernote mit dabei. Den Chorizo Rub, den wir dazugeben haben, der war auch sehr, sehr fein. Hätte vielleicht ein Tick mehr reingehört. Deswegen habe ich im Nachhinein nur ein bisschen salzen müssen. Allen in allem war es ein leckerer Braukesseltopf, was ich hier zubereitet habe. Und das kann man einfach so stehen lassen. Definitiv eine Nachmachempfehlung von mir. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zu den Kohlen, zu unseren Kokoko Cubes von Mac Briquette. Also die Briquettes, also sehr amerikanisch, die Briquettes. Nein, die Briquettes, die gefallen mir sehr, sehr gut. Haben eine schöne, angenehme Größe. Also gerade diese Cube-Form, die passt wunderschön unter den Dutch Oven drunter. Sollten wir jetzt auch mal keinen Atago zur Hand haben. Was bei den Greek Fire Kohlen wieder ganz anders da ist. Da stehen die teilweise ein bisschen auf den Kohlen. Da steht der Dutch Oven auf den Kohlen auf. Und deswegen gefallen mir hier diese Mac Briquette Cubes wirklich sehr, sehr gut. Von der Brenndauer her ist heute nicht sehr aussagekräftig, da es wirklich sehr windig war. Also die Kohlen waren jetzt nach gut 2 Stunden, wie das Gulasch hier geschmort hat, waren die aufgebraucht. Wie es bei normalen Windverhältnissen ist, werden wir es sicherlich nochmal testen. Aber prinzipiell gefallen mir die sehr, sehr gut. Wenn ihr Informationen zu Mac Briquette wollt, werde ich euch unten in der Infobox mal verlinken. Da könnt ihr nachschauen, also die haben wirklich geile Sachen. Nutzen auch sehr, sehr viele Griller, also wirklich geile Qualitätskohle, die wir hier haben. Ja, und dann möchte ich ja zum Schluss kommen. Ich hoffe, dieses Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir den Daumen nach oben. Freundlicher Kommentar, solltet ihr nur keine Abonnenten sein. Hier oben könnt ihr das gerne nachholen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, McAllister's Outdoor Cooking. Danke fürs freundliche Zusehen. Macht's gut. Ciao.